Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Heute wollen wir mal überlegen, wie man eigentlich Kurven bohrt. Wir haben ja an unserem Bohrgerät verschiedene Sensoren, die uns sagen, wo wir gerade in der Erde sind. Wir wissen, wie tief wir sind und wir wissen, welche Neigung die Bohrung hat und welche Himmelsrichtung wir gerade eingeschlagen haben. Wir haben aber neben diesen sogenannten MWD-Sensoren auch noch sogenannte LWD-Sensoren, Logging While Drilling. Das heißt, wir wissen während der Bohrarbeiten immer, ob wir uns in Sandstein oder Ton bewegen, ob das Gestein porös ist oder was sich in den Poren befindet, Öl, Gas oder Wasser. Und diese ganzen Informationen werden kontinuierlich immer nach oben zur Mannschaft über Tage geschickt. Und über Tage werden die Daten ausgewertet und dann entscheidet man, ob man geradeaus weiter bohrt oder vielleicht weiter nach links, rechts, oben oder unten geht. Und diese Steuerbefehle werden nun wieder runtergeschickt, viele Kilometer tief in die Erde, wo die Untertagegarnitur arbeitet. Der Bohrstrang rotiert ja die ganze Zeit, aber auf dem Bohrstrang sitzt unten in Meißelnähe eine sogenannte Steuerhülse. Und auf dieser Steuerhülse befinden sich drei Steuerrippen. Und weil sich diese Steuerrippen an die Wand drücken, wie Kufen eines Schlittens, rotiert diese Steuerhülse beim Bohren nicht mit. In dieser Steuerhülse ist aber einiges an Intelligenz verbaut und so kann diese Steuerhülse bei Bedarf steuern, indem sie diese Rippen mit unterschiedlicher Kraft an die Bohrlochwand drückt. Ich kann das vielleicht mal versuchen, pantomimisch darzustellen. Je nachdem, wo sich die Hülse abdrückt, geht das Bohrwerkzeug nach links, rechts, oben oder unten. Und auf die Art und Weise kann man in beliebige Richtungen steuern. Wir haben vor unserem Institut ein echtes Modell stehen. Das wollen wir uns jetzt mal kurz angucken. Wir sehen hier ganz deutlich unten den Meißel, darüber in Gelb den rotierenden Teil des Bohrstranges und in Blau die nicht rotierende Steuerhülse mit den drei silbernen Steuerrippen. Tja, und wer das ganz genau wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!